Wenn wir eine Präsentation halten, bedienen wir uns gerne visueller Hilfsmittel, um unsere Botschaft besser beim Publikum zu verankern. Visuelle Hilfsmittel heißt nicht notwendigerweise PowerPoint. Ein Flipchart erfüllt oft denselben Zweck und hat manchmal sogar den Vorteil, dass es origineller ist. Sie müssen kein professionelles Zeichentalent besitzen, um einen Flipchart zu gestalten, nur etwas Mut und ein wenig Übung. Im Übrigen ist ein Flipchart nicht deswegen so groß, damit man darauf ganz viele kleine Tabellen und Zahlen zeichnen kann, schreiben kann, sondern damit es weithin bis in die letzte Reihe sichtbar ist. Nutzen Sie das aus, verwenden Sie Symbole, die uns im Alltag begegnen, uns vertraut sind, und legen Sie los. Wie Sie hier sehen, muss ein Flipchart nicht immer im Hochformat sein, es kann auch Querformat haben. Ganz gleich, ob Hochformat oder Querformat, egal ob Sie es zu Hause in Ruhe vorbereiten oder live vor Ihrem Publikum anzeichnen, Sie werden feststellen, ein Flipchart ist zwar nicht so perfekt, aber es ist selbst gezeichnet. Und das hinterlässt beim Publikum oft mehr Eindruck als eine noch so aufwendige PowerPoint-Präsentation. Probieren Sie es aus!